Ich weiß nicht, ob man es mir in meinen Videos ansieht, aber obwohl ich hauptsächlich mit Holz arbeite, mag ich eher den Klang von Metall. Und wie man das als Metaller so macht, pilgert man einmal im Jahr auf das Wacken Open Air, einem Festival im Norden Deutschlands. Wacken ist eine kleine Stadt in Schleswig-Holstein, etwa 50 Kilometer von Hamburg entfernt, mit knapp 2000 Einwohnern. Seit 1990 findet hier immer am ersten Augustwochenende eines der größten Metal-Festivals der Welt statt. Mit etwa 75.000 Besuchern und inzwischen über 200 Bands aus aller Welt. Ich war dieses Jahr zum 10. Mal dort und fahre natürlich nicht alleine gen Norden, sondern mit einer, sagen wir mal, Reisegruppe. Diese Reisegruppe wurde in den letzten Jahren immer größer und besteht inzwischen aus knapp 30 Leuten. Entsprechend wird unser Camp auch immer größer und damit auch komfortabler. Letztes Jahr war erstmals eine kleine Theke mit dabei, die aus Bierkästen und einer alten Tür von einem Freund zusammengezimmert wurde. Ich selbst konnte leider nicht dabei sein, aber die Theke kam wohl ganz gut an. Dieses Jahr wurde ich deshalb gefragt, ob ich nicht eine größere Version dieser Theke bauen könnte. Schließlich habe ich ja das passende Werkzeug und verrichte dieses Handwerk. Also, warum nicht? Das Ganze war zeitlich etwas knapp bemessen. Vom konkreten Beschluss, eine Theke zu bauen, bis zum Festival waren es nur noch 3 Wochen. Wacken beginnt offiziell am Donnerstag, dem 1.8. und dauert 3 Tage. Um die bestmöglichen Plätze zu bekommen, reisen wir aber schon am Montag früh an. Abfahrt ist für uns also Sonntagnachts. Die Theke muss also bis Samstag fertig sein, damit sie noch abgeholt werden kann. Am nächstgelegenen Wochenende war ich schon verplant und hatte keine Zeit. Damit waren es noch knappe 2 Wochen Zeit. An die Theke gab es eine Reihe von Anforderungen. Sie musste schnell und mit möglichst wenig Werkzeug aufgebaut werden können. Dabei aber stabil genug sein, um eine Woche Chaos und Anarchie zu überleben. Ihr Packmaß sollte so klein wie möglich sein, damit sie in unserem Transporter nicht so viel Platz wegnimmt. Wiederverwendbar sollte sie auch sein, die Theke kommt wieder mit nach Hause und wird die nächsten Jahre wieder mitgenommen. Und dabei sollte sie natürlich so wenig kosten wie möglich. Wacken ist so schon ein teures Vergnügen. Ein erstes Konzept war bald entwickelt. 2 Beine sollen jeweils zu einem Rahmen verbunden werden, ähnlich wie ich es schon bei meinem Schreibtisch gemacht habe. Zwischen den Rahmen kann eine erste Zwischenebene aufgelegt werden. Ein paar dieser Rahmen sollen die Arbeitsplatte dann tragen. Auf die Rahmen aufgeschraubt wird dann die Frontverkleidung, die die Theke gleichzeitig aussteift. Am Anfang dachte ich hier noch an Nut- und Federbretter, habe mich am Ende aber für USB-Platten entschieden. Über die Arbeitsplatte soll dann noch eine Anrichte kommen, auf der Getränke serviert werden können. Sie steht etwas mehr als 20 cm über und ermöglicht so ein Sitzen am Tresen. Die Anrichte sollte ebenfalls von den Rahmen gehalten werden. Ein Bein müsste also länger sein und durch die Arbeitsplatte durchstoßen, um dann als Stütze für die Anrichte zu dienen. Damit die Arbeitsplatte diese Beine trotzdem noch als Auflage verwenden kann, sollen sie eine passende Nut bekommen, in die die Platte hineingreifen kann. Die Arbeitsplatte soll eine Gesamtlänge von 4 Metern haben und über 2 Flügel verfügen, die die Theke U-förmig werden lassen. Die Flügel sind unterschiedlich lang. Die Theke wird später unter einem Pavillon stehen und soll mit dem längeren Flügel an die Außenwand des Pavillons stoßen. So wird sie geschlossen und der entstehende Durchgang am kürzeren Flügel dient als Eingang für den Barkeeper. Weil es ein großes Projekt mit Zeitdruck wird, waren genaue Pläne hilfreich. Deshalb habe ich mir diesmal die Mühe gemacht und ein genaues CAD-Modell und Pläne erstellt. Also ging es mal wieder in den Baumarkt. Arbeitsplatten und Holz kaufen. Am Ende hat alles zusammen rund 200 Euro gekostet. Als erstes müssen die tragenden Rahmen gebaut werden. Davon gibt es 7 Stück in 4 verschiedenen Ausführungen. Entweder in ganz simpel und kurz oder mit einem längeren genuteten Pfosten, auf dem die Anrichte aufliegt, in unterschiedlichen Breiten oder mit beiden Pfosten verlängert und genutet. Die Balken müssen dafür auf Länge gebracht werden. Alle Pfosten und Sprossen haben 1 von 2 Höhen, entsprechend ist das Ablängen schnell gemacht. Danach werden die Teile abgerichtet. So haben alle Pfosten und Sprossen die exakt gleiche Dicke. Außerdem wird so die Oberfläche schön glatt und die Pfosten gerade.
Die Sprossen sollen mit einer klassischen Zapfenverbindung in die Pfosten greifen. Dafür müssen zuerst die Zapfen abgesetzt werden. Das mache ich an der Tischkreissäge und schlitze hier alle Teile im gleichen Abstand rundherum ein. Das Sägeblatt steht so weit raus, dass es etwas weniger als ein Drittel der Sprossenbreite wegschneidet. Dann habe ich die Sprossen hochkant in eine Hilfskonstruktion eingespannt. Die habe ich vor ein paar Monaten für meinen Schreibtisch gebraucht. Und dann die Zapfen fertig geschnitten. Ich stehe dabei ein bisschen seitlich, weil es die abgeschnittenen Stückchen manchmal nach hinten geschleudert hat. Und die abzukriegen war nicht unbedingt angenehm. Für die kurze Seite konnte man zwei Sprossen gleichzeitig einspannen. Als nächstes braucht es in dem Pfosten das passende Gegenstück zu den Zapfen, also als erstes alle Schlitze anreißen. Weil es wieder 28 Stück werden, erleichtere ich mir die Arbeit ein bisschen und bohre alle Zapfen vor. Somit ist zumindest in der Mitte schon mal das meiste Material entfernt und die Tiefe definiert. Danach die Seiten und Kanten mit dem Stemmeisen in Handarbeit sauber herausgearbeitet. Die fertigen Rahmen brauchen eine umlaufende Nut in der Breite der Arbeitsplattenstärke, also 28 mm. Es ist am einfachsten, die jetzt aus dem Pfosten herauszusägen, bevor die Rahmen zusammengesetzt werden. Das passiert wieder an der Tischkreissäge. Um den Parallelanschlag in der passenden Tiefe nutzen zu können, müssen erst einmal die Tische beiseite gezogen werden, um ihn genügend ausziehen zu können.
Als erstes säge ich die Kante, also den Anfang und das Ende der Nut, und schlitze dann dazwischen so oft ein, bis eine breite Nut entsteht. So konnte ich auch ein paar ungewollte Testschnitte machen, bis die Breite der Nut exakt 28 mm entsprach. Je nach Rahmen sitzt die Nut an unterschiedlichen Seiten, deshalb habe ich die Pläne ständig im Blick und die Pfosten entsprechend sortiert. Die Noten habe ich dann noch mit dem Stemmeisen ein bisschen aufgeräumt, sodass sie schön glatt und gerade sind und keine Reste mehr überstehen. Dann geht es an die Kanten. Die sind noch viel zu, ja, kantig. Deshalb hobel ich eine kleine Mini-Faser an, so fassen sie sich auch angenehmer an. Jetzt sind die Teile breit verleimt zu werden. Für den Fall, dass es regnen sollte und die Rahmen Feuchtigkeit abkriegen, verwende ich wasserresistenten Leim. Alles verzwingt und über Nacht stehen lassen. Damit sind die Rahmen soweit fertig. Jetzt ist die Arbeitsplatte an der Reihe. Und weil man die alleine so schwer bewegen kann, habe ich mir Hilfe dazu geholt. Das ist der Eike, er fährt auch nach Wacken. Also kann er mir auch ein wenig beim Bau helfen. Die lange Hauptarbeitsplatte bekommt ein paar Ausschnitte. Zum einen muss die Ecke im 45-Grad-Winkel abgeschnitten werden, damit man die Flügel später anfügen kann. Weiterhin braucht sie insgesamt 4 Ausklinkungen, jeweils in den Ecken und 2 in der Mitte. Hier greifen dann die Rahmen mit den Nuten, die ich vorher gesägt habe, hinein. Die Platte liegt dort also auf und wird über die Pfosten in den Ecken sogar ein bisschen mit den Flügeln zusammengehalten. Zuerst haben wir die rohe Kante einmal sauber angeschnitten und die Platte so auf die exakte Länge gebracht. So eine große Platte kann man nicht wirklich über die Tischkreissäge schieben. Einfacher ist es, eine Schiene festzuspannen und die Handkreissäge zu benutzen. Danach haben wir die Ausklinkungen markiert und dann ausgesägt. Dabei hat sich der Preis der Arbeitsplatte bemerkbar gemacht. Im Baumarkt hat sie nur 22 Euro gekostet, entsprechend ist die Qualität der Spanplatte nicht die beste. Deshalb bin ich mit der Japaner-Handsäge nicht wirklich langsamer als Eike mit der elektrischen Stichsäge. Thank you.
Die zweite Arbeitsplatte wird aufgetrennt in zwei kürzere Stücke. Sie werden die beiden Flügel der Theke. Der Strich ist ja selbst 2 mm dick. Aber 2,9. Ja, 2,8. Es gibt einen kurzen Flügel mit nur 80 cm Länge und einen langen mit 1,40 m. Der kurze Flügel kriegt nur 2 Änderungen. Einmal die Ausklinkung in der Ecke, passend zur langen Hauptarbeitsplatte, und dann schneiden wir noch die Rundung weg und lassen eine 45-Grad-Kante stehen. Das ist nötig, um die Platten mit einem geraden Übergang verbinden zu können und die Rundung schön um die Ecke zu führen. Beim langen Flügel machen wir das genauso. Zusätzlich kriegt er aber noch eine zweite Ausklinkung in der Ecke und eine an der Seite. Hier kommt ebenfalls ein Pfosten hin. Das Ganze ging arbeitsteilig recht flott. Die Rundung habe ich an der Tischkreissäge entfernt und dafür die Platte einmal abgeklebt, um sie beim Schieben nicht zu zerkratzen. Dann kann jetzt die Anrichte gefertigt werden. Ein Brett bleibt nahezu unbearbeitet, so wie wir es im Baumarkt gekauft haben. Die anderen beiden müssen gekürzt und im 45-Grad-Winkel angeschnitten werden. Meine Kappsäge eignet sich hierfür eigentlich perfekt, schließlich kann man hier den gewünschten Winkel einfach einstellen. Aber sie reicht nicht tief genug, um das 30 cm breite Brett im 45-Grad-Winkel zu zerteilen. Deshalb habe ich diesen Schnitt mit der Japanersäge vollendet und den nächsten mit der Handkreissäge gemacht. Das Ablängen im 90-Grad-Winkel ging dann wieder an der Kappsäge. Die Stöße werden nur zusammengesteckt und nie richtig fest miteinander verbunden. Sie sollen mit Lamellodügeln gehalten werden. Jetzt fehlen für die fertige Theke nur noch 2 wesentliche Bauteile: die USB-Frontverkleidung und die darauf aufgeschraubten Winkel für die Kanten. Für beides gibt es Pläne, in denen jedes Teil genau benannt und mit Maßen angegeben ist. Wir haben also als erstes die Schnitte auf den USB-Platten genau markiert und jedes Teil beschriftet, um später auch zu wissen, wo genau es hin soll. Wichtig war es hierbei, auf die Nuten und Federn zu achten. Wenn da etwas nicht stimmt, kann man die Teile später nicht zusammenstecken. Danach begann eine etwas längere Sägearbeit, bei der wir alle USB-Teile zurechtgesägt haben. Thank you.
Jetzt fehlen noch einige Kleinteile. Unter die Arbeitsplatte sollen diese Multiplex-Streifen kommen. Über sie werden Arbeitsplatte und Rahmen miteinander verbunden. Gleichzeitig dienen sie als Führung bei der Montage und garantieren, dass die Rahmen immer am richtigen Ort sitzen. Außerdem werden noch 4 solche Laschen benötigt. Sie verbinden die Arbeitsplatten miteinander. Und unter die Rahmen kommen noch diese Stellfüße. Sie ermöglichen es, die Theke an Unebenheiten im Boden etwas anzupassen und sie so auszurichten. Einer reicht natürlich nicht. Jedes Bein braucht einen Fuß. Die Füße haben ein M10er Gewinde und passen so auf jede M10er Mutter. Diese Krallenmuttern kann man in die Beine einschlagen und so die Füße anschließend eindrehen. Dafür markiere ich erst über die Diagonalen die Mitte der Beine und bohre dann ein passendes Loch hinein. Die Mutter wird dann stumpf draufgeklopft. Außerdem habe ich auch die Rahmen noch nummeriert und beschriftet, sodass ihr Platz später sofort gefunden wird. Währenddessen hat Eike die Multiplex-Streifen zusammengeschnitten, immer in 3 cm Breite. Und im Anschluss auch schon die Löcher vorgebohrt und gesenkt. Der nächste Schritt war jetzt die Montage, also alle Teile einmal zusammensetzen und schauen, ob alles passt, damit man Fehler direkt beseitigen kann und dann nicht noch vor Ort viel nacharbeiten muss. Dafür musste erstmal Platz in der Werkstatt geschaffen werden, also die Tische beiseite gerollt und die Gelegenheit genutzt, um auch mal etwas sauber zu machen. Stopp, nicht weiter. Okay. So. Momentan ist das Ganze noch ein bisschen. Die Front haben wir erstmal nur angelehnt und noch nicht festgeschraubt. Dafür war es an dem Tag einfach schon zu spät. Aber die Rahmen und Arbeitsplatte standen jetzt schon richtig, also konnte ich die Multiplex-Streifen anbringen. Mit einem Winkel habe ich sichergestellt, dass sie senkrecht zur Außenkante der Arbeitsplatte liegen, sie dann fixiert und festgeschraubt. Anschließend durch die Multiplex-Streifen in die Rahmen hinein vorgebohrt und mit etwas längeren Schrauben fixiert.
Die Bar soll später noch beleuchtet werden. Für ein einfacheres Kabelmanagement braucht es deshalb einen Kabeldurchlass in der Ecke der Theke. Unter die Anrichte wird ein LED-Streifen kommen. Das Loch für den Kabeldurchlass bohre ich also mit einem 67 mm Dosenbohrer. Danach habe ich einen einfachen Kabeldurchlass modelliert und an meinen 3D-Drucker ausgedruckt. Die Arbeitsplatten sind noch immer nicht miteinander verbunden. Das mache ich jetzt wieder mit der Lamellofräse. Die Platten werden nur zusammengesteckt, nicht verleimt. Gehalten wird das später von den Laschen, die unten drunter geschraubt werden. Zusätzlich will ich vor Ort alle Fugen mit Silikon versiegeln, damit keine Flüssigkeit eindringen kann. Ich habe vergessen, die Lamellofräse nach der Benutzung an den 16 mm Anrichtbrettern auf die 28 mm dicke Arbeitsplatte einzustellen. Deshalb sitzen die Schlitze zu weit oben. Aber nachdem der erste schon gefräst war, war es auch schon zu spät und ich habe es komplett so durchgezogen. Jetzt wird die Front angeschraubt und dann die Aluwinkel für die Kanten zugeschnitten. Das ging wunderbar in Partnerarbeit. Eike hat in die zugeschnittenen Elemente Löcher vorgebohrt und gesenkt, während ich die Teile abgelenkt und auf Gärung geschnitten habe. Die Winkel sollen die Kanten schützen und verhindern, dass sie schon bei kleinen Stößen ausreißen und kaputt gehen. Einer der Winkel bekam noch zwei Ausklinkungen, um die Stützen drumherum zu greifen. Im Nachhinein betrachtet ist diese Ecke zwar schön, aber auch ziemlich gefährlich. Nächstes Jahr werde ich hier einen speziellen Eckschutz besorgen, der abgerundet ist und niemanden die Augen ausstechen kann. Eike hat bei sich in der Firma diese Winkel verstärkt und eine Strebe eingeschweißt. Sie sollen der Anrichte zusätzlichen Halt geben. Aber die Zeit reicht nicht mehr aus, um sie jetzt noch anzubringen. Sie werden also erst in Wacken montiert. Jetzt war es soweit, dass die Theke abgeholt wird. Vorweg habe ich die Aluwinkel schon mal zusammengelegt und ein kleines Paket daraus gemacht. Und dann wurde alles auseinandergenommen und in den LKW verladen. Während des Verladens habe ich noch schnell die Laschen zugesägt, die die Arbeitsplatten miteinander verbinden sollen.
Und dann begann die Reise. Ein paar Stunden Autobahn später sind wir wie geplant montagmorgens angekommen und konnten, nachdem die Pavillons und Zelte aufgebaut waren, mit dem Aufbau der Theke beginnen. Wir haben erst die Aluwinkel nicht gefunden und dachten, wir hätten sie zu Hause vergessen. Deshalb habe ich das Silikon schon vor den Winkeln aufgetragen. Sie kam dann aber doch noch zum Vorschein.